Es ist ein großes Geschenk, wenn starke Männer einen an den zarten Kern heranlassen. Einmal gehört zu haben, du bist von Gott geliebt, reicht fürs Leben. Man erwartet etwas anderes, als man am Ende bekommt. Diese Eltern sind traurig, die Eltern weinen, ich weine auch manchmal, gar keine Frage. Aber in diesem Raum ist so viel Liebe. Diese Eltern lieben ihr Kind so sehr, weil diese Liebe auch in dem Moment so viel mehr wiegt als die Trauer und der Schmerz. Wir sind bei manchen Jugendlichen, die da kommen, das erste Mal, dass die Kirche tatsächlich in Persona und in Handlung überhaupt erleben. Und jetzt nicht nur irgendwo eine Glocke bimmeln hören oder einen Turm sehen im Vorbeigehen, sondern wirklich mal zu spüren bekommen, was ist Kirche? Man hält Polizisten für die, die alles wissen, die alles sagen, die immer diesen Rat geben können für andere Menschen. Deshalb ist es ein langer Prozess gewesen, der sich Gott sei Dank sehr verändert hat, dass auch die Beamten sagen, ich brauche da mal jemanden, der mir zuhört. Es ist einfach sehr wichtig, so für alle Beteiligten noch immer wieder. Und auch, glaube ich, als Spiegel für die Menschen, die in dieser Szene noch leben, zu wissen, es wird an sie gedacht, selbst wenn es für sie mal so weit wäre. Wichtig ist es, glaube ich, für die Menschen, die Hilfe suchen, dass sie Menschen begegnen, die es nicht besser wissen, die nicht größer sind, die nicht Lösungen anbieten, sondern von Mensch zu Mensch einen Kontakt suchen, der sie in ihrer Situation wohlwollend begleitet. Also wenn das nicht unsere Aufgabe ist als Kirche, nach zutiefst erschrockenen, leidenden Menschen zu gucken, und zwar direkt unmittelbar nach so einem Ereignis, und da sind wir einfach schnell in der Notfallseelsorge, weil wir mit der Feuerwehr zusammenarbeiten. Also wenn Kirche nicht bei solchen Menschen ist, dann weiß ich nicht, wo sie sonst hingehört.